Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mürztal aktuell. Bei der internationalen Bildungsvergleichsstudie PISA 2012, deren Ergebnisse am 3. Dezember präsentiert wurden, hat Österreich gegenüber dem Absturz beim letzten Test 2009 in allen Bereichen deutliche Zuwächse erzielt. Trotzdem gibt es Bereiche, wo man hinten ansteht. Im aktuellen Haupttestgebiet Mathematik erreichten die österreichischen 15- und 16-Jährigen den 11. Rang innerhalb der 34 OECD-Staaten. Damit liegen sie signifikant über dem Schnitt. Trotzdem gibt es nach wie vor Gebiete, wo man hinterherhinkt. Also es ist einmal sehr erfreulich, dass wir diese 2009-Ergebnisse jetzt auf jeden Fall, dass der Weg ein anderer ist, dass die Richtung wieder stimmt. Also wir haben in allen Teilbereichen bessere Ergebnisse als 2009, sind so auf dem Schnitt 2003. Das ist sehr erfreulich, weil auch offensichtlich die Maßnahmen greifen, die wir breit eingesetzt haben. In vielen Bereichen hat man aus österreichischer Sicht aufholen können. Einzig und allein beim Lesen gibt es nach wie vor Schwachstellen und man ist hinten nach. Ja, hinten nach heißt also unterhalb des OECD-Schnitts, aber diese Studien dienen ja auch dazu, um einen Weg zu zeigen. Das heißt, wenn wir die Vergleichsdaten hernehmen, jetzt von 2009, ist es ein eindeutiger Aufwärtstrend, auch vor allem beim Lesen. Das heißt, die Zahl der Risikoschülerinnen und Schüler hat sich wesentlich reduziert. Das ist erfreulich. Das heißt, würdigen wir das, was wir erreicht haben, und es gibt noch viel zu tun. PISA-Studie Bildung Zukunft. Wichtige Eckpfeiler für Kinder. Trotzdem gibt es nach wie vor Lehrpläne, bei denen sich Eltern oft nach der Sinnhaftigkeit fragen. Denkt man auch an eine Reformierung der Lehrpläne? Selbstverständlich macht es Sinn, Lehrpläne zu hinterfragen. Das sind ja keine Papiere, die in Stein gemeißelt sind, sondern es sollen ja kluge Papiere sein, lebendige Papiere, die auch angepasst werden. Also Curricula sollen ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel meine norwegischen Partner hernehme, da ist das ein sehr, sehr lebendiges Papier, das immer wieder neu gestaltet wird. Es würde uns auch gut tun, da in Diskussion zu gehen und einiges umzubauen, was ja phasenweise in manchen Bereichen passiert. So Sachunterrichtslehrplan in der Volksschule hat sich geändert, Bewegung und Sportlehrplan hat sich verändert. Also es passiert etwas. Einiges hat sich geändert, nicht nur bei den Lehrplänen, sondern Gott sei Dank auch bei der PISA-Studie. Das erste Licht am Adventkranz wurde vergangenes Wochenende bereits angezündet. Zahlreiche Advent- und Christkindlmärkte öffneten ihre Pforten, so auch der Markt am Kapfenberger Hauptplatz. Während der Wochenenden in der Adventzeit herrscht sowohl bei den geschmackvoll dekorierten Ständen wie auch auf der Weihnachtsbühne festliche Stimmung. Man möchte die Qualität von Jahr zu Jahr steigern und auch mit dem Rahmenprogramm punkten. Also ich denke, wir haben ein tolles Programm zusammengestellt. Wir versuchen ganz einfach jedes Jahr uns qualitativ zu verbessern, versuchen eigentlich für jeglichen Musikgeschmack etwas dabei zu haben. Heute beginnt der Oliver Heid, wir haben die Kapfenberger Gospel Singers, wir haben die Oldschool Bastards, die 50er, 60er Musik machen. Wir haben Irish Christmas heuer am Weihnachtsmarkt, also alles, was das Herz begehrt. Nicht die Größe sollte bei einem Weihnachtsmarkt im Mittelpunkt stehen, sondern die Atmosphäre. Und dies beim Kapfenberger Weihnachtsmarkt gegeben. Ich sage immer klein, aber fein. Das heißt, bei uns ist es nicht so, dass wir sagen, der größte Weihnachtsmarkt, der schönste Weihnachtsmarkt, sondern dieser hat Atmosphäre, der ist lieb, da hält man sich gerne auf. Nach einem aufregenden politischen Jahr genießt auch ein Bürgermeister die Ruhe am 24. Dezember. Das ist immer mein familiärster Tag im ganzen Jahr. Das heißt, Weihnachten gehört der Familie ausschließlich. Vormittag durch Christbaum aufputzen, das gehört auch zu meinen Tätigkeiten, mache ich aber sehr gern, muss ich dazu sagen. Und am Nachmittag warten wir dann gemeinsam alle aufs Christkindl. Darbietungen diverser Beachten und Brauchtumsgruppen, Kunsthandwerk aus der Region und kulinarische Köstlichkeiten laden ein, den Kapfenberger Weihnachtsmarkt zu besuchen. Und den Besuchern gefällt's. Das Programm für die Kinder ist heuer ganz fantastisch im Vergleich zu den letzten Jahren. Die Eisenbahn, das Christkind geht herum. Die Standeln bieten genug für die Kinder an, also das ist wirklich für Familien ideal. Es ist eine traumhafte Stimmung da, das Wetter ist heute wunderbar, es riecht nach Punsch und Marillen und es ist einfach schön. Es ist nichts Gekünsteltes da, wie es oft so in der Jahreszeit der Brauch ist, sondern da sieht man auch echte Handwerkskunst und also wirklich super Sachen. Ja. Benefizaktionen, Spenden sammeln, all das steht auch in der Adventzeit im Fokus. Erwin Spindelberger startet mit dem Roten Kreuz eine Bausteinaktion. Die Sicherheit soll dabei im Vordergrund stehen. Wir sind auf die Idee gekommen, dass es ermöglicht werden soll, dass sämtliche Fahrerinnen und Fahrer der
Rotkreuzstelle in Kapfenberg einen Fahrsicherheitskurs machen sollen, denn diese sind ja tagtäglich den Gefahren im Straßenverkehr ausgesetzt. Und deswegen haben wir uns gedacht, eine Bausteinaktion ins Leben zu rufen, wo man ganz einfach um 5 Euro diese tolle Aktion unterstützen kann. Musikalische Unterstützung erhielt man bei der Weihnachtsmarkteröffnung von vielen Seiten. Einer, der schon öfters in der Böhlerstadt gastierte, ist Oliver Heidt. Die Erinnerung an Weihnachten in Kindertagen brachte ein besonderes Geschenk ans Tageslicht. In meinem Fall war es damals ein Instrument, ein Akkordeon, mit dem habe ich begonnen zu spielen und das habe ich heute noch. Und das war ein sehr wertvolles Geschenk und da haben meine Eltern sehr lange, glaube ich, darauf hingespart und haben mir da eine riesengroße Freude gemacht. Und Gott sei Dank hat das mit der Musik dann auch in der weiteren Zukunft funktioniert. Am 1. Dezember fand die Eröffnung der Weihnachtsausstellung im Landespflegezentrum in Kindberg statt. Die Rettenecker Krippen standen dabei im Vordergrund. Die Eröffnung der Weihnachtsausstellung am ersten Adventssonntag, Rettenecker Krippen, wurde sehr stimmungsvoll von der Hausmusik Berger und dem St. Jakober Dreigesang gestaltet. Es konnte im gut besuchten Festsaal des Landespflegezentrums Kindberg, worüber sich Initiator Josef Wedel, Heimleiter des Kindberger Pflegezentrums, besonders gefreut hat, die erste Ausstellung dieser Art eröffnen. Es gibt in Rettenegg eine Privatinitiative, die seit 1998 jährlich Krippenkurse veranstalten, wo ich auch Krippenbauen gelernt habe. Und ich habe die gefragt, ob sie uns für diese Ausstellung da in Kindberg Krippen zur Verfügung stellen und die haben das sofort gemacht. Es sind 25 Krippen ausgestellt, die alle in Rettenegg gebaut worden sind. Mit dabei war die Familie Bützfeld, die sind mehr oder minder die Initiatoren dieser ganzen Krippenkurse, dann die Familie Lueger, die Familie Wegerer und die Familie Steiner. Von denen sind diese Krippen, die hier ausgestellt sind. Krippen, die meine Frau und ich gebaut haben, sind hier auch dabei. Auch für die Heimbewohner war es wieder eine willkommene Abwechslung, bei Kuchen und Kaffee ein paar gemütliche Stunden zu verbringen und die sehr liebevoll und detailgetreu gebauten Krippen zu bewundern. Eine Krippe hat die Besucher besonders fasziniert. Es ist eine Schwammkrippe. Die Schwämme wachsen ja auch auf Bäumen. Das hat sich angeboten, dass man das dann auch wirklich, in diesem Fall wirkt es wie ein Felsen, aber es sind ja dahinter Rinden, es sind Baumrinden und an denen wird der Schwamm befestigt und es wird dann wieder neu gemahlen, damit die Optik wie ein Felsen entsteht. Wie sind Sie zum Krippenbau gekommen? Da hat es bei uns in Rettenegg immer Kurse gegeben und da habe ich halt einmal beschlossen, ich probiere das auch und habe auch mit der Alpenländischen angefangen. Die ist, glaube ich, schon die 5. Krippe, die ich gebaut habe. Es sind auch inzwischen schon welche nachgekommen. Es wird eine Sucht mit der Zeit. Am Dienstag zeichnete sich erneut freundliches und überwiegend sonniges Wetter ab. Die Hochnebelfelder haben sich rasch aufgelöst. Am Mittwoch bleibt es ganztags recht sonnig und mild. Nach Frühwerten von -7 bis -3 Grad steigen die Tageshöchstwerte auf -4 bis -9 Grad. Optimale Temperaturen für einen Besuch an einem der zahlreichen Christkindlmärkte. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.